Hallo Jonas. Hallo Volker. Prost. Wir haben uns wieder hier versammelt, Zur Kehre. um die neue Kehre vorzustellen. Nummer 13. Mit dem, jetzt ist der Zeitpunkt, um es reinzuhaken. Titelthema: konservative Ökologie. Genau, und du wolltest noch eine lustige Anekdote erzählen, warum die so spät versendet wurde. Ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist. Aber ja, es hat ein bisschen gedauert. Das hatte seine guten Gründe. Manchmal tauchen da so Schlaglöcher auf dem Weg in der Erstellung so einer Zeitschrift auf. Letztes Jahr war das ja einmal die Spedition gewesen, die uns da so einen Stock in die Speichen geschmissen hat, indem sie einfach mal die Palette mit den Zeitschriften verloren hat und vor allem auch gar nicht sagen konnte, wo die denn sind. Ja, die sind in irgend so einem Versandzentrum und wir wissen das nicht genau. Die haben die aufgenommen und ja, so. Und dann, ich hatte da auch schon gar nicht mehr mit gerechnet, dass sie überhaupt noch auftauchen. Und dann eines Tages rufen die dann an und oh, wir haben die Palette gefunden. Also das hatte dann einen ganzen Monat gedauert, bis in diese Palette aufgetaucht ist. Hier war es dann aber diesmal das Papier. Das Papier war nämlich fehlerhaft und hat dem Drucker die kompletten Druckmaschinen zusammengeschrottet. Jetzt nicht komplett. Aber also die Druckmaschine als Ganzes war noch einsetzbar, aber da scheint es irgendwelche Gummibänder zu geben. Also er hatte mir auf jeden Fall geschrieben, dass es ihm die Gummibänder kaputt gemacht hätte. Und ja, also die Zeitschrift sah aus wie Scheiße, um es mal auf Deutsch zu sagen. Weil du wieder Billigpapier verwenden wolltest. Nee, kein Billigpapier. Das ist immer noch ordentliches Offset. Es ist auf An der Alp. Qualität haben wir auch in diesem Jahrgang nicht gespart. Ja, aber deswegen musste sie, das Papier musste neu bestellt werden, es musste neu geliefert werden. Der Drucker musste seine Gummibänder austauschen und ja, und da musste es nochmal komplett neu gedruckt werden. Genau, aber worum geht's eigentlich? Kannst du noch mal kurz erklären? Ja, ich habe mir gedacht, nach der Ökofaschismus-Ausgabe, wo wir uns dann mit Schaltest du mal einen Gang zurück? Ne? nö, sondern beleuchte halt einen anderen Aspekt rechter Ökologie. Und wo man im Gegensatz zum Ökofaschismus auch mehr findet. Also aus dem Ja. klassischen Konservatismus ist viel mehr zu ökologischen Themen publiziert worden. Wobei ja die Ökofaschismus-Ausgabe ja auch hauptsächlich sozusagen war, sich gegen diese ganzen Ja, sich gegen diesen Kampfbegriff halt auch zu wenden. Ja. Und naja, bis Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich auch eigentlich hauptsächlich Konservative zur Ökologie aus politischer Sicht, und das ist dann ja genau das, womit sich Michael Beleitis in seinem Leitartikel beschäftigt, der diesmal wie bei der ersten Ausgabe den Leitartikel beigesteuert hat. Ja, genau das eben anschneidet, ne? Die Politisierung der Ökologie. Und wenn sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts politisch zur Ökologie geäußert wurde, dann war das eigentlich hauptsächlich von konservativer Seite aus. Ja. Gibt da irgendwie sowas bei der SPD, das nennt sich Naturfreunde und auch schon ein bisschen länger, aber Muss sehr lange her sein, ja. das ist, die gibt es heute noch, aber SPD, ja, habe ich schon ja, gehört. die Naturfreunde gibt es auch noch. Die finanzieren auch, glaube ich, diesen NF-Farm mit, der immer ständig irgendwelche komischen Artikel über uns schreibt So, ich dachte, die und Kehre. meinte, sie hätten die Ökologie gepachtet. Ich sehe schon, es ist ein Wunderpunkt bei dir. Oh, nö, es geht. Die bestellen aber immer mal wieder Hefte. So wie letztens gerade. Das freut mich, ja. Hoffentlich verstehen die da drin noch was, aber es sind ja auch genug Bilder drin. Ja, Wollen wir starten mit Michael Beleitis. wir starten mit Michael Beleitis. Hast ja vorher hast ja gesagt, einen unglaublich intelligenten Einstiegssatz überlegt. Der wäre. Weiß nicht. Naja, also habe ich jetzt eigentlich nicht. Naja, es geht im Grunde, es ist so, dass Beleitis erstmal die Ökologie ganz unpolitisch betrachtet. Ja. Also erstmal, wie kam Ökologie überhaupt oder der Begriff Ökologie überhaupt auf die Welt? Was wird damit eigentlich ursprünglich bezeichnet? Und es ist ja erstmal einfach eine biologische Angelegenheit und gar nicht so sehr politisch. Das ist ein sehr, sehr wissenschaftlicher Artikel, das kann man mal sagen, aber vielleicht auch deswegen vielleicht auch gut geeignet, um andere Leute abzuholen als die Leute, die ohnehin vielleicht schon im Beritt unterwegs sind, weil vielleicht das als lustige Anekdote. Ich war mal auf einem Vortrag von Michael Beleitis und da gab es einigen Aufruhr, weil er, das macht er ja im Artikel im Prinzip auch, also die Themen waren relativ ähnlich, sich ja auch an Darwin ranwagt und auch bereit ist, sozusagen diese
diese heilige Kuh zu schlachten. Ne? Und das hat unter vielen Rechten auch für Aufruhr gesorgt, dass man jetzt plötzlich damit anfängt, diese ganze Schulbildung über den Haufen zu werfen. Deswegen eigentlich durchaus interessant, mal so anzufangen. Er streift es ja nur, wenn man sein Buch, was er auch erwähnt, Umweltresonanz, da beschäftigt er sich damit ja sehr ausgiebig. Im Artikel streift er es nur. Was er stark macht, ist, dass er die Evolutionstheorie kritisiert. Genau, ja. Und eben sagt, dass es das, was man in Natur vorfindet, und er macht hier auch im Artikel das Beispiel anhand von Meisen und der Kopffärbung von Meisen, ist am Ende nicht zurückzuführen auf Survival of the Fittest, sondern ein, sagen wir mal, sich einfügen und zugehören, wie ein harmonisches Einfügen in ein natürliches Gesamtbild. Und ja, stellt so, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, diese großen Glaubenssätze auch unserer Zeit eben in Frage. Aber was jetzt aus einer politischen Warte heraus da noch ein bisschen interessanter ist im Artikel, ist auch, dass er dann eigentlich auch diesen Sprung aufzeigt, was er erst so wirklich im 20. Jahrhundert, so richtig erst im 20. Jahrhundert passiert. Sieferle hat darüber auch nochmal ein paar Kapitel geschrieben. Die Politisierung der Ökologie. Also, dass dann Ökologie auf einmal politisch wird. Ja. Und eine Figur, die davon, die es vor allem von konservativer Seite aus geprägt hat, ist Konrad Lorenz, den er auch anführt, der das ganz offensiv auch betrieben hat. Und ja, und heutzutage, ich meine, Ökologie, sobald man das Wort Öko oder Ökologie hört, dann denkt man eigentlich sofort an Politik, an Klimakleber oder vielleicht auch an uns. Also heutzutage ist es ja eigentlich so, dass Ökologie komplett politisch konnotiert ist. Ja. Und was er aber noch macht, und natürlich hat er auch noch was zur konservativen Ökologie zu sagen, ist, er streicht immer so die Notwendigkeit heraus, dass eben die modernen Ökologen sich ständig auf Wandel beziehen, dass alles immer irgendwie im Fluss und in Bewegung und Chaos und weniger nach Ordnungsprinzipien, oder dass manches auch mal einfach ruhen oder bewahrt werden muss, oder dass es auch Stabilitätszustände gibt. Und diese Stabilitätszustände, die schlägt er eben der konservativen Ökologie zu. Na, ich halte das da tatsächlich für ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube es tatsächlich nicht, dass das so einfach ist, wie man das sich in bestimmten Parteien dann immer vorstellt, dass es so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung ist, dass eben das eine sozusagen die Grünen sind und alles, was damit zu tun hat, und alles andere, was sozusagen auch Klimakleber und so ablehnt, gehört sozusagen ins andere Lager. Und das führt da ja sozusagen auch an, dass es ja wirklich sehr, sehr viele Leute gibt, die auch in der Natur, mit der Natur arbeiten und die dann noch einen ganz anderen Zugang mit sowas haben und auch einen ganz anderen Bezug zu sowas haben. Das wird ja lustigerweise auch nochmal in dem Interview mit einem AfD-Abgeordneten hier im Heft auch nochmal genauer ausgeführt. Der Zacharias Schalay, das kann man ja sagen. Ich weiß nicht, ob er selber Landwirt ist, aber sozusagen auch sozusagen sich die Landwirtschaft als Thema zu eigen gemacht hat. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da jetzt nicht in so Phrasen verfällt und eher die Natur auch als etwas Positives begreift. Das ist ja in dem Heft nichts Neues. Nee, das ist nichts Neues. Aber auf jeden Fall, Michael Beleitis macht den gelungenen Aufschlag für das ganze Heft. Und damit kommt der erste Cut, wie immer, zum Wohl. Ja, damit sind wir beim zweiten Artikel. Wir greifen den zweiten Teil dessen auf vom ersten Teil, den wir schon im letzten Video mal angeschnitten hatten, nämlich den Artikel von Erik Lehnert zur schillernden Figur Rudolf Barrow. Und Rudolf Barrow ist dahingehend eigentlich ganz wichtig fürs Heft, weil wer vielleicht die Logik der Rettung als eines seiner herausstechenden Werke gelesen hat, dem wird aufgefallen sein, dass Rudolf Barrow in der Logik der Rettung relativ viel Zeit auf oder relativ viel Platz der Frage einräumt, was denn der Konservatismus eigentlich zur Ökologie beitragen kann, beziehungsweise sogar ganz offen sagt, dass die Logik der Rettung, also die Rettung vor der ökologischen Krise, dass
ja, es vielleicht am Ende nicht sogar nur der Konservatismus ist, der die Rettung am Ende bringen kann. Er setzt dann da sehr stark auf, ich glaube, es war Bienenkopf ab, der da, oder Weizsäcker, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, wer von beiden CDUlern es dann war, die sich dementsprechend geäußert hatten in so eine Richtung. Da merkt man, dass es sehr stark an die Debatten dieser Zeit gebunden ist. Mhm. Aber generell, auch was er da sagt, innerhalb der Artikel, da versteht man dann durchaus, dass jetzt mal abgesehen von dem grünen Adolf, den man ihm immer anhängen wollte, ne, die Ökofaschismus-Vorwürfe seitens der Linken dann gekommen sind. Also wenn man plötzlich damit anfängt, sozusagen grünes Gedankengut in Anführungszeichen jetzt mit ja, alles, was als rechts bezeichnet werden kann, was auch immer das sein soll, sozusagen zu verknüpfen, ist man, das hat er schon gemerkt, auf ganz dünnem Eis und hat ja auch öffentlich Gegenwind bekommen, wie ja im ersten Teil des Artikels in der letzten Ausgabe dann sozusagen erklärt wurde. Genau, der Artikel, also der im zweiten Teil wird das jetzt auch nochmal vertieft. Da kommt man in diesem Konflikt vor allem auch gegen Jutta Ditfurth, der wird da weiter ausgeführt, aber auch dem mit dem neuen Deutschland. Ja. Also da geht es nochmal tiefer in diese Konflikte rein und vor allem wie Barrow probiert, diese zu entkräften und nochmal sich. Und von wem er Schützenhilfe bekommt, auch ganz witzig. Ja. Also ja, man sieht halt schon diesen Trend und man merkt es auch in seinen Aussagen und sagen wir mal, das erste lange Zitat, was im ersten Teil des Artikels kam, lässt ja auch schon so durchscheinen, in welche Richtung Barrow denkt. Und ich greife jetzt einfach mal schon vor, weil es jetzt nämlich zum Thema des Hefts passt. Der Schluss, den Erik Lehnert dann auch dann im dritten Teil, also im letzten Teil dann auch fällt oder das Resümee, das er fasst, ist ja gerade, dass Rudolf Barrow am Ende halt einer konservativen Ökologie dann um das Wort geredet hat. Mhm. Und das halt mit ein zentraler Grund war dafür, dass er dann auch so angefeindet wurde. Wie würdest du jetzt vielleicht auch mal, um das die Relevanz sozusagen zu erklären, die Stellung von Rudolf Barrow jetzt, sag ich mal, in dem Kehre-Kosmos bewerten? Nicht jedem jetzt ein Begriff sein wird, denke ich mal. Ja, also ich würde ihn so bewerten, dass man auf jeden Fall mal Logik der Rettung, das gibt es auch ganz gebraucht, ziemlich billig, weil es eine hohe Auflage hatte, relativ hohe Auflage hatte. Aber vielleicht hat sich es auf dem Gebrauchmarkt auch schon geändert. Nicht, dass ich am Ende Zuschriften bekomme, der schickt, der lügt hier, das kostet mittlerweile 85 Euro. Das ist ja für dich nicht viel, aber... Doch. ja, und... also ist auf jeden Fall lesenswert, kann ich nur anraten, weil man merkt an der Figur Barrow, merkt man eins, dass wenn man sich wirklich tiefgehend mit Ökologie auseinandersetzt, dann verlässt man langsam seine ursprünglichen linken Pfade, also automatisch. Also selbst wenn er immer noch an bestimmten Stellen immer noch in diesen Fahrwassern fährt, er bewegt sich, er muss sich zwangsläufig da einfach rausbewegen. Mhm. Und das ist dann das, was man an der Figur Barrow eben sieht. Ich würde dem jetzt nicht sagen, dass auch Barrow bis zu seinem Lebensende jetzt ein ausgewiesener Konservativer gewesen wäre oder geschweige denn sich als rechts bezeichnet hätte. Aber allein durch seine ökologische grundsätzliche Position, die er bezieht, bewegt er sich immer mehr in diese Richtung. Er war ja vielleicht auch, kann man ganz allgemein sagen, durch seine Person sozusagen auch immer irgendwie ein Dissident in den Lagern, ja, in der er jetzt hochgekommen ist. Jetzt egal, ob er jetzt, ich kann das gleich kommunistische Kreise nennen, wo er jetzt sozialisiert worden ist, dann dieses grüne Lager und dann aber letztendlich auch da keinen Anschluss gefunden hat, ne? Da gibt es einen ganz interessanten Teil, den Lehnert da aufführt, dieses Zitat, in dem Barrow darüber reflektiert, was das Nationalbewusstsein der Ostdeutschen angeht. Ja. Und wie die DDR auf eine gewisse Art und Weise dieses Nationalbewusstsein konserviert hat, ja, oder weitergeführt hat. Auch wenn auf ihre komische, verschrobene Art und Weise. Weil es ja irgendwo eigentlich ja nicht unbedingt im real existierenden Sozialismus vereinbar ist, aber irgendwo hat man es dann trotzdem noch gepflegt, was in Westdeutschland komplett abgeräumt wurde. Ist natürlich nochmal ganz interessant, auch vor dem Hintergrund Unterschied Ost-West heute, auch ja, was die nationale Frage angeht. Aber natürlich auch in der, wie Barrow sich selbst gegenüber der nationalen Frage positioniert hat. Deswegen macht er ja diese Reflexionen über diese
über diesen DDR-Nationalstolz. Also, ja. Auch so, deswegen eine interessante Figur und ja, wir werden es dann in der nächsten Ausgabe sehen, ne? Ja, und für die insgesamt ist Barrow, wenn es um, sag ich mal, die deutsche politisierte Ökologie geht, kommt man um Rudolf Barrow eben nicht rum. Schalei. Dritter Artikel, den wir, Artikel ist ja nicht ganz, das ist ja das Interview. Interessantes Interview, weil es der Frage nachgeht. Also zum einen ist es ein interessantes Interview, weil man der AfD ja nicht unbedingt so nachsagt, sie hätte ein ökologisches Profil. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass es viele sehr einseitig dort sehen. Es aber trotzdem Einzelpersonen gibt, die probieren, da eine eigene Note zu setzen und auch der Überzeugung sind, dass ein ökologisches Profil der Partei durchaus gut steht und sie da auch nichts kopieren muss von irgendwelchen bestehenden Profilen. Also sie muss nicht einfach nur ein Abklatsch von, sagen wir Ja. mal, irgendeinem CDU-weichgespülten Anbietern an irgendeinem Klimadiskurs sein, sondern sie kann eben, weil es eine konservative Ökologie gibt, kann sie eine ganz eigene Position beziehen. Es gibt also praktisch eine offene Lücke und die wird von manchen Leuten besetzt und zu denen gehört eben wohl auch der Zacharias Schalay, mit dem eben du ein Interview geführt hast, ne? Genau, es ist zum einen auch schon mal interessant, weil er einfach Nachwuchspolitiker ist. Unsere Generation, also er ist jetzt nicht, sagen wir mal, die alten Hasen, sondern auch die nachkommen. Fühle Also mich sehr alt, aber wirklich. ja. Naja, Ja. wir gehören ja trotzdem immer noch zu den Jungen, vor allem in der Parlamentsarbeit. Im So oder Landtagsfraktion ist er so, in der bestimmt einer der. Landtagsfraktion bist du da ja quasi der junge Hüpfer und man hat das Gefühl, bist wahrscheinlich nach Landtagsmaßstäben bist du eher 16 Ja. als 35. Ja, und da ist also die Fragen, die mir hauptsächlich nachgegangen sind, ist zum einen: Wie lässt sich diese Position vertreten? Ja. Also wie kann man sich da auch behaupten gegen einen gewissen innerparteilichen Gegenwind? Und vor allem auch die Frage, Das ist er. genau, muss man mal reinhalten. Ja. Und die Frage, also als Abgeordneter in NRW, das macht die Sache mit einer, sage ich mal, offensiven konservativen Ökologie natürlich nicht unbedingt einfacher im Heimatspektrum des rheinischen Ja. Kapitalismus, wo quasi das westdeutsche Wirtschaftswunder in Bonn ausgebrütet wurde. Da ist man natürlich eigentlich genau zwischen Feinden, wenn man das jetzt mal regional so beschreiben möchte. Und was er aber klar macht, ist, dass es zum einen, dass man es machen muss, dass es ein langer Weg ist und dass das Ganze sich dann aber auch am Ende lohnt. Ja, ich finde es auch ganz gut, dass er sich sozusagen nicht in so, ja, sag ich mal, so Parolen oder so sozusagen sein Ende findet, sozusagen, dass, aber er hat schon was zu sagen, was zu dem Thema, er ist in dem Thema auch ein bisschen drin. Es geht bei ihm ja auch hauptsächlich nicht nur um Natur, sondern auch sehr um Landwirtschaft. Das ist auch ein, denke ich, ein wichtiges Thema, weil das, zum Beispiel in Bayern ist es, ich nehme an, dass es NRW ähnlich ist, dass halt diese Landwirtschaftsverbände auch sehr CDU bzw. CSU geprägt sind und Ja, dass das es da ist halt ja eben typisch, eigentlich ja. ganz andere Anknüpfungspunkte für Leute gibt, die sich diesem System nicht unterordnen wollen. Und aber diese Lücke gibt es halt noch nicht. Also die wird noch Ja. nicht bespielt in dem Maße. Ich glaube, es ist ein ganz zentraler Aspekt, der beim Interview mit Charlie klar wird, ist, dass vor allem innerhalb einer konservativen Ökologie der Mensch mit der Natur gedacht wird und vor allem aus einer kulturlandschaftlichen Sicht. Das ist ja sowas, was er auch im Interview ganz stark anführt. Ja. Und weniger, wie das dieser aktuelle Ökodiskurs macht, dass er Natur und Mensch abtrennt. Also man hat dann, das ist dann manchmal auch sehr stark von diesem amerikanischen Umweltschutz, Naturschutz beeinflusst. Die haben auch nochmal ganz andere Voraussetzungen in den USA, weil da zum Beispiel auch einfach noch Wildnis an bestimmten Stellen existiert, so auch in großen Flächen. Die muss man auch nicht neu schaffen, sondern dann ist es so, ist es dann Wildnisschutz, der bestehende Wildnis dann schützen soll. Und Es es hat ist auch immer ja. so was Anarchistisches und Libertäres, was da immer so ein bisschen mitschwingt, unterschwellig. Wir hatten das, glaube ich, das letzte Mal bei Kaczynski zu dem Ja, Thema. genau. Aber das ist vielleicht dem US-Amerikaner durch diese Frontier-Perspektive auch so ein bisschen, glaube ich, in die Wiege gelegt. Ist auch ein Ansatz, der
darüber brauchen wir, glaube ich, nicht streiten, in Deutschland einfach nicht existiert, jetzt genuin, sage ich mal, dass eben auch ja, Landwirtschaft eigentlich prägend immer war. Naja, wenn man es so nimmt, ist es ja so, dass ein Großteil der deutschen Naturschutzgebiete, wenn man die sich mal anschaut und wenn man mal deren Geschichte betrachtet, dann ist es ja oftmals nichts anderes als ein Produkt alter landwirtschaftlicher Praktiken. Hm. Sei es jetzt ein Hutewald oder sagen wir mal eine bestimmte Form von Heckenwirtschaft und, oder Wiesenwirtschaft. Ja. Und das dann kommt, für manche Leute ist es dann ja manchmal so ein Paradoxon. Das ist ein Naturschutzgebiet und dann müssen die ja trotzdem mit Traktoren rausfahren und das Ganze mähen. Ja. Das liegt aber daran, dass sie, wie gesagt, dass ein Großteil der deutschen Naturschutzgebiete gar keine Wildnis sind, sondern das sind eigentlich ehemalige Bewirtschaftungsflächen, bloß mit einer Form der Bewirtschaftung, die heute nicht mehr betrieben wird. Ja. Und gerade diese Form der Bewirtschaftung damals, die haben aber diese, sagen wir mal, vielfältigen Umwelt, also diese verschiedenen ökologischen Nischen geschaffen. Und erst erzeugt. Also das sind dann manchmal, also es ist eigentlich überhaupt kein Paradoxon, dass sie dann da reinfahren und es dann irgendwie bewirtschaften müssen. Aber wenn es nicht geschützt wäre und es würde so genutzt werden, wie heute die moderne Landwirtschaft verfährt, dann würden diese Naturschutzgebiete eigentlich nicht mehr existieren. Und das ist ja so ein bisschen die Problematik, die vor allem die Grünen mitbringen. Bestes Beispiel ist jetzt hier in Brandenburg der Spreewald, der ja eine klassische Kulturlandschaft ist. Da will man jetzt Wildnisareale einrichten. Mhm. Aber eigentlich existiert dieses ganze Biotop und alles in dieser Form, wie man es kennt, nur, weil der Mensch es in dieser Art und Weise bewirtschaftet hat. Mhm. Und das hat halt auch immer diesen Hang dazu, den Menschen aus der Natur abzutrennen. Und das ist so eine Sache, die Schaller ja ganz frontal angeht, ist eben sozusagen, also wir wollen den Menschen nicht aus der Natur rausnehmen, sondern der Mensch ist ein Teil der Natur und wir kommen erst dann zu einem ökologischen, wirklich ökologischen Verhältnis, wenn die Leute wieder, also wenn man sie rein integriert und das zusammendenkt und irgendwie eine Form von Nutzung des Menschen der Natur mit einem ökologischen Zustand vereinen kann. Ja. Ja. Hast du sonst nichts mehr dazu zu sagen, Volker? Nee. Das ist schlecht. Aber ich hätte das als Überleitung verwendet, wenn man jetzt keine Schnitte setzen würde zu dem nächsten Artikel, wo es ja auch ganz stark darum geht, wie weit die Umwelt den Menschen prägt und die Art von Behausungen, in denen er gern wohnt. Dann setzt man doch jetzt erst den Cut. Ja, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, Überleitung, ja. Ja, die grandiose Überleitung besteht darin, dass Jörg Tüttus mal wieder über sein Lieblingsthema geschrieben hat, nämlich über die Art von Behausungen, in denen wir leben. Wir nehmen hier live in Cottbus auf, einem Ort, der natürlich vielen Westdeutschen bekannt ist als ein Ort mit vielen ostdeutschen Plattenbauten, was nicht so stimmt, aber... Nee, das ist in der Innenstadt sehr pittoresk. Ja, die Grundthese ist sozusagen von Jörg, wenn man das so zusammen runterbrechen könnte vielleicht, dass die Art von Umwelt den Menschen prägt und er sich dementsprechend auch seine Wohnung baut. Er hat das sehr ausführlich anhand des Berliner Stadtschlosses ausgeführt. Also das ist ja wieder aufgebaut worden. Vorher stand der Palast der Republik, glaube ich, drauf. Hieß das Ding so? Ja. Ja, die Asbesthülle. Genau, und jetzt ist es wieder sozusagen in bester Kaiserreichsmanier wieder aufgebaut worden. Das ist das Stadtschloss, aber das Innenleben eben nicht. Er sagt, purer Beton, das Innenleben. Und es ist ja auch ein Funktionsbau sozusagen. Und er führt eigentlich einen Frontalangriff auf diese Art zu denken und zu bauen, weil eben auch viele konservative Rechte davon überzeugt sind, dass das eigentlich der richtige Weg wäre, nämlich zum Beispiel eben wilhelminische Bauten wieder aufzubauen, weil die gut aussehen. Beziehungsweise der Konservative oder wenn man noch einen Schritt weiter geht, der Reaktionär, der würde ja sagen, dass man, da kam ja auch die Kritik von diesen Seiten, dass man das Berliner Stadtschloss komplett rekonstruieren sollte. Hm. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den da wo Jörg den richtigen Ton und auch ein wichtiges Thema trifft, ist ja, dass es eigentlich gar nicht darum gehen sollte,
irgendwas nur zu rekonstruieren, was eh nicht mehr mit Leben gefüllt werden kann, also wo ich eigentlich ein Museum schaffe, sondern dass ich zu einem Bau kommen muss, der sag mal, die Probleme des modernen Bauens überwindet, also diese Traditionslosigkeit und diese Leblosigkeit, diese Unorte auch zu schaffen, aber was Eigenes ist. Und dass wir eigentlich, dass uns mittlerweile die Sprache fehlt, anstatt nur was zu rekonstruieren, was Neues zu bauen, was zeitgemäß irgendwo ist, aber nicht irgendwie nur so ein hässlichen Betonkack kaufen, hinzuhauen, da wo man, den sieht man im ersten Moment und denkt sich schon nach 2 Minuten, okay, wenn da jetzt noch 3 Tauben drauf scheißen und 5-mal es geregnet hat, dann ist das Ding grauenvoll und du willst es eigentlich nur abreißen. Also so, ich nenne es mal einfach anti-menschliche Architektur. Aber die Antwort kann halt laut Jörg nicht sein, einfach nur Altes zu rekonstruieren. Weil das wo dann auch die Menschen einfach dafür fehlen, um das zum Leben zu erwecken, weil die Menschen dafür überhaupt nicht mehr existieren. Man kann sich ja in der Berliner Innenstadt mal anschauen, wer das auf den Straßen rumläuft, ob die das Berliner Stadtschloss so würdevoll wiederbeleben, das weiß ich nicht. Er schreibt ja so schön, Preußen und die Monarchie sind tot. Und was ich aber ganz gut finde an dem Artikel tatsächlich, ist, dass er diesen Jungen... Da warst du überrascht davon, dass du... ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte das Gefühl, ich hätte ihn schon mal gelesen, aber vielleicht rede ich auch nur zu viel mit Jörg. Er hat praktisch 3 Thesen aufgestellt, die man sozusagen jedem jungen Architekten als Wandtattoo an die Wand schreiben könnte, dass er jeden Morgen damit aufwacht, wie denn so eine neue Architektur aussehen müsste. Und das finde ich jetzt sozusagen ist der praktische Ansatz, der ganz gut ist, woran eine neue Architektur sozusagen orientiert sein müsste. Und es hängt eben ganz stark mit, deswegen ist es wahrscheinlich auch in dieser Ausgabe vertreten, mit der Umwelt zusammen, in der der Mensch lebt und wie er sich selber in dieser Umwelt verhält. Ja, er greift auf eine gewisse Art und Weise das Rückenzitat auf, nämlich dass die, ich halte jetzt einfach mal in die Kamera, von Ludwig Klage ist nämlich, dass die einzige Umkehr dann aus der inneren Lebenswende kommen muss. Das ist ja quasi eigentlich sein Schlusssatz. Also das quasi, wie sollen denn Leute, die, sagen wir mal, die leben wie in so einem brutalistischen Plattenbau, wie sollen die denn eine andere Form von Bauen denn überhaupt schaffen können und da dann auch demgemäß leben können? Also es braucht quasi die von Klages laut Dittus braucht es die von Klages an gelobte innere Lebenswende, um auch dann dieses neue Bauen eben zu schaffen. Also kein Alkohol mehr und kein McDonald's. Ich glaube, Alkohol ist immer ein langer Traditions... Also du siehst ja, ich glaube, dass viel Alkohol sind auch solche Prachtbauten gebaut worden. Es gibt ja auch diesen Tweet... Ist ja sicher. Ja, es gibt diesen Tweet mit Alkoholkulturen und was die für Architektur produziert haben und mit Cannabiskulturen und was die für Architektur produziert haben. Vielleicht kann ein Monarchiekenner das als Kommentar hier schreiben, wie hart die in der Monarchie tatsächlich gesoffen haben. Aber es gibt wilde Partys. Ich habe gehört, dass Goethe sehr viel gesoffen hat. Goethe? Ja, weil. Er war kein Monarchist, oder? Aber. Eigentlich war er Demokrat. Durch und durch. Auf dem Boden des Grundgesetzes, vor allem. Und das sind Staatsbürgerschaftsvorstellungen. Genau wie wir eigentlich. Mhm. Ja, deswegen trinke ich auch ganz in dem Sinne VEB-Kombinat. Ja. Gut. Haben ja, nee, ganz wichtig ist vor allem, wir müssen am Ende noch ganz klar darauf hinweisen, dass Kehre kaufen, die aktuelle Ausgabe. Wer noch immer kein Abo abgeschlossen hat, der schließt es jetzt bitte ab. Die Lebenswende fängt in euch an und mit diesem Heft. Genau. In Zeiten der Selbstoptimierung ist das ganz wichtig. Mhm. Und ja, also das ist auch Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. In dem Sinne, Prost.